So, erstmal guten Tacho. Welches Bike nehmen wir denn heute? Die, das muss ich ja vorstellen. So Leute, erstmal, oh. So, guten Tacho Leute. Ihr habt es ja in den letzten Videos schon gesehen. Ich habe ja ein neues Motorrad, beziehungsweise ein neues Zweitbike. Ich nehme jetzt auch wieder mit dem drahtlosen Mikrofon auf. Die letzten beiden Videos habe ich mit den ganzen Mikrofonen, die ich halt schon früher auch zur GoPro benutzt habe, aufgenommen. Einfach, damit ich meine Frau mit aufnehmen kann. So. Ja, also, das ist jetzt mein Zweitbike. Und da wollte ich heute mal so ein bisschen vorstellen. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen warm. Einfach mal ein bisschen fahren bei dem Wetter. Obwohl, so warm ist es gar nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch mit den Windgeräuschen ist. Das Windschild hier, das geht direkt auf meine Schnauze. Also ich bin genau in der Abrisskante drin. Also es könnte sein, dass die Windgeräusche aktuell deutlich lauter sind, wie als würde ich mit der Harley fahren, hier auf diesem Motorrad. Einfach, weil hier drunter nichts ist und hier von 0 auf 100 direkt die Kante in die Schnauze. Da muss ich halt noch gucken, was da so für Lösungsansätze gibt. Entweder ganz abmachen die Scheibe oder ich weiß auch nicht. Vielleicht da gibt es noch so einen Zusatz für oben drauf, aber das sieht ja dann so richtig opermäßig aus. Aber ich habe das Bike ja nicht, um damit geil auszusehen, sondern wegen seiner Funktionalität. Und dann kommen wir mal überhaupt, warum... Erstmal, wie bin ich zu dieser GS gekommen und warum habe ich mir so ein Kackfass gekauft? Ich glaube, ihr merkt immer noch, ich bin kein Fan von BMW, also da will ich so gar nicht sagen, aber von so einer GS eigentlich gar nicht, also optisch zumindest nicht. Aber sie macht, das ist eigentlich jetzt so gerade der richtig große Knackpunkt, sie macht richtig Spaß zu fahren. Sie ist super weich, ich kann unendlich Kilometer auch mit meiner Frau zusammen abspulen und das ist natürlich schon der ganz große Punkt, warum ich so ein Ding überhaupt gekauft habe. Wie bin ich überhaupt jetzt auf so eine GS gekommen? Also ursprünglich, wie soll ich sagen, ich gucke ja schon länger nach so ein paar BMWs, aber eigentlich nach ganz anderen Modellen, sondern ich habe ursprünglich nach so einer K75, K100 gesucht, dieses 90er Jahre Motorrad, Polizei, Bike und weil ich das zu einem Scrambler Café Racer Mix umbauen wollte. Weil ich den Motor so geil fand. Weil der nicht so Drecks und Boxer ist wie hier, sondern einfach so ein quer eingebauter Dreizylinder. Was total geil aussah irgendwie. Oder längs. Ja, so komisch auf jeden Fall gebaut. Und von der Optik her hätte ich es halt geil gefunden. Und ja, so waren dann die ganzen Überlegungen. Ich habe dann auch im Club und so ein bisschen erzählt. Die gucken ja auch so meine Videos und kriegen ja auch alles so mit. Und dann bei so Benzingesprächen hat mein Presi gesagt irgendwann, ja, du kannst auch meine GS kaufen. Der hatte noch eine Honda Fury und er will sowieso nur noch ein Bike haben zum Fahren. Und ja, irgendwie, das ist aber schon, ja, locker ein halbes Jahr her. Und jo, dann habe ich erst gedacht, ja, muss ich mal überlegen und so. Und dann war auch noch preislich, hat er auch was gesagt. Und dann kam jetzt der Autokauf dazwischen. Und eigentlich hatte ich mich überhaupt noch gar nicht damit anfreunden können, eine GS zu kaufen. Und wie gesagt, da sind jetzt auch locker noch mal 6 Monate in Land gefallen. Oder wie sagt man das so schön? Boah, die geht aber, boah. Und ja, so ist das jetzt irgendwie dann doch so gekommen, irgendwie vor ein paar Wochen. Sage ich mal, ja, hat er dann gesagt, er holt sich eine ganz andere Maschine, seine Honda Fury hat er verkauft. Die Honda Fury ist, ist zwar eine Honda, aber auch in Amerika gebaute Shopper und ist wohl sehr selten in Deutschland. Er hat einen verdammt guten Kurs dafür bekommen und da sie ihm auch zu schwer geworden ist, er damit einfach nicht mehr fahren kann, hat er dann beide Motorräder jetzt quasi zum Verkauf angeboten, sozusagen die, oh, ich habe immer noch meinen Blinker an, die jetzt quasi, weil ich mal so leicht gesagt habe, ja, ich gucke sie mir mal an, hat er sie für mich stehen lassen und ja, hat sich in der Zwischenzeit dann ein Motorrad für sich geholt, womit er dann jetzt auch in Zukunft fahren kann
Und weil die ist einfach zu groß und zu schwer für ihn geworden. Hat halt andere Gründe, spielt jetzt hier auch gar nicht zur Sache. Aber egal, auf jeden Fall hat er sie quasi für mich reserviert. Und dann habe ich das meiner Frau so ein bisschen erzählt. Sie hat, war sowieso immer schon so skeptisch wie jetzt, was willst denn du mit einer BMW? Erst wolltest du nie eine Harley fahren, jetzt fährst du eine Harley. Du lässt das immer über die BMW GS-Fahrer. Dann sagt sie, jetzt kann ich dir auch noch eine Warnweste kaufen, damit du das Paket voll machst. Sag ich, nee, so werde ich nicht. Ich bin kein typischer GS-Fahrer, da glaub mal. Außerdem habe ich meine Harley-Jacke an, also deswegen grüßen mich auch alle. nee, Quatsch. Aber ja, doch, so war das Gespräch ungefähr. Und ja, keine Ahnung. Dann sind wir dann dahin, haben die Maschine jetzt auch nach dem Urlaub, also hatte jetzt auch keine Eile, die sofort abzuholen. Und ja, dann habe ich das meiner Frau so gesagt und habe ich ihr Bilder gezeigt. Sagt sie, boah, geil, weil sie vermisst das gemütliche Sitzen, wie zum Beispiel auf der Carry. Ihr kennt ja die Carry, die VN15, die ich aufgebaut habe mit diesem King-Size-Sitz oder wie der hieß. Und das war natürlich ja für sie ja richtig krass. So, einfach hinsetzen, nicht festhalten, nicht drauf achten müssen, muss ich mich jetzt festhalten oder irgendwie sowas, weil ja hinten die Riesenlehne war. Ja, dann zeige ich ihr das Ding hier, hat ja, mein Präsi mir Fotos geschickt. Ich habe die, glaube ich, einmal im Echt gesehen. Ich glaube, ich bin auch schon mit ihm gefahren, wo er das Bike hier schon hatte, aber irgendwie hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, weil, wie gesagt, ich gucke mir keine GS an. Schön sind sie nicht. Aber dazu gleich mehr. So, auf jeden Fall, ja, Fotos gezeigt und sagt er, da sind auch Koffer dabei und ein Topcase. Ich so, nee, ja, Topcase war dabei und ja, ich habe meine Frau erzählt, sagt, ja geil, dann kann ich ja, dann ist das ja so wie auf der Bandit. Ich hatte halt früher eine Bandit, da saß sie auch wohl sehr gut drauf. Mir hat die Bandit überhaupt nicht gefallen, auch vom Fahren her nicht. War einfach zu schwach auf der Brust für so ein Ding. Ich hatte eine 600er damals, die erste Bandit. Und ja, war für mich so mit das schlechteste Motorrad, was ich jemals besessen habe. Und aber sie fand es halt geil, weil wir sind mit dem Ding echt viel zusammen gefahren, so ganze Niederrhein-Touren und hier mal 100 Kilometer, da mal ein bisschen mehr und sie hatte da keine Probleme hinten drauf, weil es einfach auch so sesselmäßig war. Und dann sage ich, ja, dann wird dir da so eine GS noch mehr zusagen, weil der Sitz ist ja noch größer. Und dann sage ich, da ist noch ein Topcase, da kannst du dich anlehnen, da kannst du deine Tasche hinten reintun, was weiß ich nicht, was alle Frauen noch alles mitnehmen. Na, dann war sie Feuer und Flamme, dann sagt sie, ja, was will der denn dafür haben? Dann habe ich halt gesagt, ist quasi geschenkt, ne? Also über den Preis rede ich jetzt hier nicht, aber das ist, Leute, das ist, also keine Ahnung, das war wirklich mal wieder, ich hatte mal extremes Glück, ist wirklich so, also zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle sozusagen meine Wünsche mal geäußert oder meine Pläne und dann wurde mir das Teil hier angeboten für wirklich, also ich glaube, es gibt Leute, die zahlen in einer Woche Sauftour deutlich mehr, als ich jetzt für dieses Motorrad hier bezahlt habe. Und gut. Egal, auf jeden Fall sind wir dann jetzt letzte Woche, warte mal, was haben wir denn jetzt? Ja, letzte Woche Montag, ne, diese Woche Montag. Wir haben jetzt den 31., also diese Woche Montag, hingefahren. Ich fahre mal hier rechts. Hingefahren und Probefahrt gemacht. Und sie direkt hinten drauf. Das Video müsstet ihr dann jetzt auch schon gesehen haben, wenn das hier online kommt. Und ja, das habt ihr dann alles mitgekriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, die sind da auf dem Feld unterwegs. Okay, das passt. Stellen wir das Bike mal hier ab. So. Und ja, das hat für sie dann komplett alles gepasst. Sie hat hier super drauf gesessen. Ihr habt das alle mitgekriegt. Wie gesagt, ich habe es ja aufgenommen. Dann war noch extra das Topcase hinten drauf, damit für sie halt so ein bisschen, ja, anlehnen. Aber das hat sie auch nicht viel gemacht. Wir sind gestern auch nochmal 150 Kilometer ungefähr gefahren. Und sie hat, also die ist super happy damit. Vom Fahren her finde ich sie auch richtig, richtig geil. Das ist für mich auch mal wieder, ich kann Kurven fahren, die ich mit der Harley nicht fahren kann. Und auch Geschwindigkeiten, die ich mit der Harley nicht fahren kann. Also ist, keine Ahnung, das, also irgendwie fühlt, wenn ich mir dazu angucke, ist das ein SUV-Motorrad, ich weiß auch nicht. Ein Riesenteil, jetzt sehe ich auch, ich sehe hier gerade das erste Mal, dass hier Carbon ist. Also hier wurde auch einiges investiert, Wilbers Federbein vorne wie hinten komplett verstellbar. Dann hier diese Bremsankerplatte, also was man so von anderen Motoren, das ist komplett verstellbar. Was das für einen Einfluss hat, ich habe keine Ahnung. Sämtliche Sachen sind hier gemacht, die MRA Touring Sportscheibe oder wie die heißt, diese verstellbare, die mir aber gar nichts bringt, ehrlich gesagt. Aber ich sehe, glaube ich, ich könnte noch ein Stück höher. Ja, sämtliche Sachen sind dran gemacht, die ich wahrscheinlich noch gar nicht sehe, weil ich überhaupt gar keine Ahnung von dem Teil habe.
Was mich so ein bisschen stört, ist dieser hässliche Originalbügel. Ich glaube, da hole ich mir andere, die ein bisschen schöner aussehen und in schwarz. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe keine Pläne, jetzt irgendwie das irgendwie umzubauen oder sonst wie was. Irgendwann wird mir bestimmt mal was auffallen, was mir nicht gefällt. Aber ja. Und ja, was ist noch so ein Grund, warum ich überhaupt so eine Art von Motorrad mich jetzt auch dazu gerungen habe? Gut, also ganz klar der Preis, den ich jetzt nicht nenne, aber wirklich jeder von euch hätte das Ding gekauft. Egal wie hässlich er das Ding findet. Ich kann es fürs Doppelte verkaufen oder noch mehr. Und so, um das mal davon ab. Aber ich habe ja schon öfters jetzt gesagt, dass ich ja also nächstes Jahr mindestens eine Woche, vielleicht sogar ein bisschen mehr, durch Europa fahren will. Und Leute, ich will es nicht mit meiner Harley machen. Denn da, wo meine Jungs langfahren, da sind manchmal Straßen. Also ich kann ja selbst hier im Kreisverkehr nicht ordentlich fahren mit einer Harley. Muss ich ja auch nicht, kann ich hier gemütlich rumtuckern. Aber mit dem Ding, wenn ich dann jetzt die richtigen Reifen dann auch drauf mache, nächstes Jahr irgendwann, könnte ich hier quer drüber fahren. Übertrieben gesagt, also das ist schon mal so ein Hauptgrund, warum ich so einen Eimer überhaupt jetzt besitze. Und klar, und weite Strecken auch zu fahren. Hier sind jetzt Streifen drauf, hat meine Frau gestern mit ihren Schuhen drauf gemacht, aber scheiß drauf. So, machen wir es mal aus. Fahren, also Sound für so ein Ding hört sich auch geil an. Mir gefällt der Motor natürlich. Alternativ, wenn mir das überhaupt alles nicht mehr gefallen sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, das Ding umzubauen, was ich zum Beispiel mit einem anderen Motorrad hätte vorgehabt. Und ja, also keine Ahnung. Also Scorpi fährt jetzt Harley, was er nie fahren wollte. Scorpi fährt jetzt BMW, was er nicht fahren wollte. Ja, was ist denn hier los mit mir? Ja, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall so die Gründe, die Argumente, die für mich jetzt ausgereicht haben, so ein Ding zu kaufen. Und als mein Präsident sagte, egal wie hässlich das Ding ist, setz dich einfach drauf und fahr das mal. Ich habe ja die ganzen Jahre, ich hatte ja auch in meinem alten Club jemand, einen Clubbruder, der hat ja auch nur eine etwas neuere Maschine GS, der sagte auch, der hatte auch Harley, der hatte Kawasaki und auch so ein GS-Eimer-Ding. Und ich habe mich immer über den lustig gemacht. Weißt du, wir fahren alle schön wie die harten Rocker mit was auch immer, ne? Shopper und so weiter oder andere Geräte. Und er kam dann immer, gerade auf weite Touren, mit seiner hässlichen BMW an. Und ich konnte es nie verstehen. Ich so, was ist mit dir? Warum fährst du nicht mit deinen schönen Motoren? Sagt er, ja, auf weiten Strecken ist das einfach gemütlicher. Weißt du, wenn wir nach 500, 600 Kilometer irgendwo ankamen, wir brauchten erstmal Tilidin, ich weiß nicht, was alles für Schmerztabletten und Alkohol, damit wir klarkamen. Und der hat quasi gefühlt während der Fahrt sein Zelt aufgebaut. Also, ja, und so ist das jetzt. Jetzt hat mich das auch so ein bisschen umgestimmt, mir auch so einen Eimer jetzt hier zu holen. Beziehungsweise, klar, der Umstand, dass ich das Ding quasi geschenkt bekommen habe, spielt natürlich eine ganz, 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 ganz große Rolle. Aber als er sagte, fahr das Ding einfach Probe und dann entscheidest du, ob du das Ding haben willst oder nicht. Ich bin ja die ersten Meter ohne meine Frau gefahren. Ihr habt es in dem Video gesehen. Und eigentlich da hatte ich es schon entschieden. Dann ging es jetzt eigentlich nur noch darum, was meine Frau jetzt sagt, weil letztendlich Hauptargument ist, weite Strecken damit fahren. Auch in andere Länder, wo du nicht weißt, welchen Asphalt du da hast oder ob überhaupt Asphalt da ist. Und mit Gepäck und alles drum und dran mit meiner Frau zu fahren. Und ja, deswegen so ein Eimer hier. Und die ist ja auch irgendwie komplett modular. Irgendwie habe ich so das Gefühl, du kannst das abbauen, du kannst das abbauen, du kannst hier irgendwas dran bauen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht passt da sogar ein Grill drauf. Vielleicht passt da noch ein Fernseher drauf. Manche bauen sich hier einen Fernseher hin, manche bauen da einen Kühlschrank hin. Ich habe keine Ahnung. Also das will ich alles nicht, ne? Aber ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt mein Zweiteimer. Keine Sorge, Leute, meine Harley geht nicht weg. Die bleibt schön da, wo sie ist. Wenn sie mal weggeht, dann für eine andere Harley. So, aber so langsam jetzt, wenn ich auch so drüber spreche und ich jetzt auch weiß, dass das mein Motorrad ist irgendwie. Ich will nicht sagen, finde ich so schön, aber irgendwie, weil ich weiß, wie geil das Ding fährt, ja, finde ich es dann doch irgendwie cool. So, ich hätte jetzt spontan jetzt schon wieder Ideen, was ich hier dran machen könnte. Zum Beispiel, guckt euch mal, ich habe ja schon diese geilen Speichenfelgen. Warum sind die Felgenbetten silber? Da müssten schwarze Felgenbetten, die müssten schwarz sein mit silbernen Speichen. Und hier muss auch schwarz sein. Das könnte ich ja mal alles pulvern lassen, wenn ich dann irgendwann mal neue Reifen drauf lassen ziehen muss. Das zum Beispiel würde mir einfallen. Der Motor, aber ich weiß auch nicht, das sieht halt alles so sauber aus und irgendwie so stimmig, aber irgendwie, die müssten schwarz sein. Aber ja, keine Ahnung, was sagt ihr so zu diesem Eimer hier?
Ja, für mich ist das immer noch einmal. Das ABS, der Gerät, ist eine Einspritzer. Ja, ich glaube, die haben, also BMW hat ja schon in den 90er Jahren Einspritzern gehabt. Ja, Griffheizung, hat das gute Stück. Auf dem Weg nach Hause beim Abholen habe ich sie auch benutzt und Gott sei Dank habe ich sie gehabt, denn sonst wären mir die Finger abgefallen bei den ganzen Starkregen und hier mit meinen komischen Lappenhandschuhe hier. Die Griffe werde ich auf jeden Fall ersetzen, weil die sind hier schon ziemlich gut auf und hier auch. Das mal so ab. Aber ansonsten, klar, Anfang von 2001 ist sie, habe heute noch reingeguckt in die Papiere. Ja, aber die ist eigentlich auch durchgehend Checkheft gepflegt, hat eine Zach. Auspuffanlage, wie man sieht, auch komplett relativ neu, auch unten mit diesem Zwischendämpfer da oder was das ist, Vorschalldämpfer und der ganze Scheiß. Also das Ding ist echt nicht verbastelt, würde ich sagen. Ja, hier die Carbon-Teile sind irgendwie schon ein bisschen auf, die gefallen mir jetzt nicht so, weil die hier auch schon angegriffen sind. So, ich finde, weiß ich nicht, so Carbon ist auch so, ja, so 2000er. Ja gut, das Bike ist von 2000. Keine Ahnung, aber da ändere ich auch jetzt erstmal so nichts dran. Außer man findet mal zufällig irgendwo im Internet mal irgendwas, was man gebrauchen kann. Aber ansonsten ist das eigentlich ein Arbeitsgerät. Hauptsache, es fährt, es läuft. Ich will jetzt auch nicht verhunzen oder soll jetzt auch nicht im Wald fliegen oder so. Aber ist jetzt nicht so wie bei der Harley, wo ich auf jeden Fall immer dann alles top sein muss. Also optisch gesehen vor allen Dingen auch. Sondern das Ding muss funktionieren. Hier in Deutschland oder sonst wo wir auch immer fahren, gerade mit Gepäck, mit Zelte, mit Koffern, alles drum und dran. Ja, dafür, wofür so eine GS gebaut ist, dafür versuche ich sie dann noch einzusetzen, Strecke machen. Ja, was mache ich jetzt mal? Dann tue ich mal Soundcheck nochmal hier ein bisschen reinpacken. Versuche ich mal nicht so wie so ein Fettsack zu atmen, aber ich bin fett, was soll ich machen? Ja. Oh, riecht gut. Oh, riecht gut. Ein schöner Geruch. Fährt schon ziemlich geil. Hab mich jetzt schon die zwei Fahrten, die ich jetzt damit gemacht habe, extremst daran gewöhnt. Der erste Gang ist sehr lang übersetzt, was mir persönlich echt gut gefällt hier bei dem Teil. Und na klar, wenn ich jetzt vergleiche zu meiner Harley, das Ding ist total zickig. Aber eigentlich sind alle anderen Motorräder, die ich gefahren sind, waren auch so zickig am Gas. Ist jetzt einfach nur wieder, weil ich so ultra gemütlich gefahren bin die ganzen letzten Jahre. Und dann habe ich jetzt, klar, ist jetzt kein Sportgerät, aber sportlich kann ich auch damit fahren. Boah, leck mich am Arsch. Ich bin da gar nicht mehr gewohnt, ey. Boah. Ja, lass mich mal ein paar Wochen damit fahren, ey. Dann ist da wieder alles vollkommen normal. Aber so jetzt, ich bin da letzte Tage, auch als ich sie schon zu Hause hatte, ich habe sie ja schon zum TÜV gebracht. Sie hat komplett TÜV ohne Beanstandung bekommen, konnte sie am nächsten Tag abholen. Das war, am Mittwoch konnte ich sie abholen, genau. Habe sie Montag abgeholt, Dienstag direkt zum TÜV, Mittwoch abgeholt. Ja, erst kann ich sie dann ummelden gehen, hier bei uns, hier bei so einem Dienstleister und fertig. Dann ist das Bike fertig für die richtig großen Touren. Eigentlich wollte ich jetzt heute noch wohin fahren, aber klar, Wetter sieht jetzt gerade gut aus, aber auf der Wetter-App sieht es überhaupt nicht gut aus für heute Abend. Deswegen lasse ich sein, mache nur für euch hier Video. Genau, hier bringe ich immer zum TÜV, hier Autocenter Orsoy. Die helfen mir auch immer weiter hier bei Motorradreifen, ziehen die mir drauf, auch wenn es manchmal ein bisschen tricky ist. Aber meine Autos, den ganzen Geschichten und gerade TÜV, fahre ich hin, man ist per Du und zack, das läuft schon. Ja, also BMW GS. Ich kann es irgendwie selber, also ich bin noch an so einem Punkt, keine Ahnung, ihr haltet mich vielleicht für verrückt. Ich glaube, die Harley-Fahrer und so, die harten Biker-Fahrer, so, die denken sich, also die wahrscheinlich befürworten die das, was ich jetzt sage, aber irgendwie, wenn ich jetzt jemand erzählen würde, ja, ich habe eine Harley und ich habe noch eine BMW GS, so irgendwie ist dieses und ich habe noch und was dann kommt, irgendwie erstmal im ersten Moment peinlich. Keine Ahnung, so dieses Anfreunden hiermit, aber ich,
Das ist das Gleiche, was ich damals zu Harley gesagt habe. So einen Schrott wollte ich nie haben und jetzt habe ich sowas und finde, das ist das geilste Motorrad auf der Welt. So gefühlt. Und dann jetzt als Nebenpunkt diese GS hier zu haben. Die GS ist nun mal das meistverkaufte Motorrad in Deutschland, also aus Deutschland auch, ne, von BMW. Und jetzt weiß ich auch, warum das so ist. Ich bin halt immer so ein Eierkopf. Ich wehre mich immer gegen das, was alle haben wollen. Und ja, irgendwann komme ich nicht an so einen Punkt drumherum, wo ich genau das dann halt ausprobieren will, muss, wie auch immer. Oder es, ja, es kommt halt so ein Moment, ja, wo man nicht drumherum kommt. Und dann habe ich dann auch sowas, was andere haben wollen und ich eigentlich nie. So bin ich jetzt dazu gekommen, hier mir auch so einen Schinken zu holen. Und das verleitet schon wieder. Es verleitet schon wieder, zügiger zu fahren. Das ist das, was ich jetzt gerade auch schon wieder merke. Und das zuckt, das juckt mich schon wieder, meinen kleinen Koleczkis. Aber ich muss erst das Bike kennenlernen. Also ich muss das Bike erst kennenlernen, auch Kurven verhalten und alles drum und dran. Es ist halt ultra, ultra weich. Aber was ich schon mal merke, es verzeiht einem verdammt viele, nein, nicht Fahrfehler, aber es verzeiht einem sehr viel. Was ich so von anderen Motorrädern nicht kenne. Das ist krass. Das ist wirklich sehr krass. Nur das mit der Wind, mit der Scheibe hier und dass ich den Wind hier komplett abkriege, das gefällt mir absolut noch gar nicht. Obwohl es mich wahrscheinlich gar nicht so sehr stören würde, als später auf den Videoaufnahmen. Also entweder mache ich die Scheibe runter, ab oder keine Ahnung, vielleicht kriege ich sie dann noch ein paar Zentimeterchen höher. Einen ganzen Zentimeter, vielleicht macht das schon so viel aus, dass das so ein Stück über meinen Kopf drüber weggeht. Werden wir sehen. Und ja, Leute, das ist mein Zweitbike. Ich hatte jetzt auf dem Ride-Out, habe ich schon darüber gesprochen, weil da war das schon so quasi dingfest, dass ich Zweitbike kriege und mit dem einen oder anderen hatte ich schon darüber gesprochen. Und mein Kumpel Christian aus Leipzig, der hatte eine geile Idee. Mach doch mal ein Ride-Out und bitte die Leute, alle mit ihrem Zweitbike zu kommen, egal was es ist. Und ja, mal schauen, wer was so für Schätzchen sonst noch in der Garage stehen hat oder was er sonst noch fährt. Jeder ist stolz auf seine Harley, auf jeden Fall, ich auch. Und aber es hat ja seinen Grund, warum man noch was anderes oder warum sehr viele noch was anderes in der Garage stehen haben. Vielleicht setze ich die Idee mal um. Wer natürlich kein Zweitbike hat, kommt natürlich dann mit seiner Harley oder das, was er auch immer hat. Na, wie gesagt, bei mir ist jeder mit jedem Bike willkommen. Ich weiß aber von einigen, dass die auch komische Bikes als Zweitbikes in der Garage stehen haben und sonst aber damit nicht kommen würden, das will ich jetzt nicht sagen, aber jeder zu sein favorisiertes Bike, sein Ausgeh-Bike, wie andere ihr Ausgeh-Outfit haben, und egal, was ihr da sonst noch habt, sollte ich das mal wirklich machen, dann kommt mal damit und wenn es auch eine BMW GS ist, aber wie gesagt, auch vorher wärt ihr damit vollkommen bei mir willkommen gewesen. Und wie gesagt, ich schließe da gar nicht zu niemandem aus. Ne, ihr wisst das ja, selbst mit einer 125er seid ihr bei mir willkommen. Oder selbst auch mit einem Roller, wenn der schnell genug ist, bei meinen Rideouts oder wie auch immer. Wie gesagt, wenn ihr da Bock habt, dann schreibt das mal in die Kommentare oder schreibt mir mal bei Insta. Vielleicht mache ich da auch mal noch so eine kleine Umfrage. Und ja, wie gesagt, egal. Ich tucker jetzt hier heute so ein bisschen mit der GS durch die Gegend. Nächste Tage wieder mit der Harley und so weiter. So habe ich jetzt für jedes Einsatzgebiet das passende Fahrzeug. Und wie mein Präsi sagt, jetzt habe ich auf meinem Kanal eigentlich die besten großen Marken, gut, das ist immer Ansichtssache, ne? Aber die besten großen Marken auf einem Kanal ist hier vereinigt. Die Harley, dann gibt es hier BMW. Und dann gibt es Mercedes. Hätte so ein Teil Mercedes gebaut, dann hätte ich gar nicht überlegt. Egal wie hässlich das ist, wenn da ein Stern drauf ist, dann kaufe ich das. Ja, ich bin halt doof, was soll ich sagen? Leute, erstmal dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt habt ihr... Genau, ey, ihr wisst ja den Namen noch gar nicht von dem Motorrad. Das hat ja meine Frau in dem letzten Video oder vorletzten Video gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie den schon verraten hat. Das Motorrad hatte schon einen Namen, als ich meiner Frau von der Idee oder überhaupt von der Möglichkeit erzählt habe, dass wir die Chance haben, für ein Apple und Ei dieses Gerät hier erwerben zu können. Und die sich Bilder angeguckt hat und dann sagt sie, ja, BMW ist doch so Bayern und so und alles drum und dran.
ist da so auf, da kann man doch in die Gebirge mitfahren, sagt sie so, jo. Ja, dann hat sie schon direkt einen Namen parat gehabt, da hat sie das Bike Heidi genannt. Das Motorrad heißt einfach Heidi, ey. Das ist doch nicht normal. Ja, ja, das ist also die gute Heidi. Holly, die Harley, steht in der Garage und Heidi ist jetzt gerade mit mir auf der Straße unterwegs. Ja gut, Leute, dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hole in Zukunft nicht nur die ganzen Harley und Rocker und was weiß ich nicht alles ab, sondern auch mal den einen oder anderen GS-Fahrer, der keinen Stock im Arsch hat. Ach, sorry, wenn ich dazu sage, aber ich habe halt so viele GS-Fahrer kennengelernt. Auch wenn wir das gleiche Hobby teilen, sind wir trotzdem nicht gleich. Und auch wenn wir das gleiche Motorrad fahren, sind wir nicht gleich. Das gleiche kann ich aber auch mittlerweile zu Harley-Fahrern sagen. Auch wenn das sehr viel verbindet, was ein bisschen Real Talk am Ende noch des Videos. Nicht jeder Harley-Fahrer ist so cool, wie man glaubt. Es gibt sehr viele, weil sie eben ein teures Motorrad fahren, die auf andere kacken. Und sich wirklich, also die wirklich mit der Nase nach oben rumlaufen und meinen, sie wären irgendwas Besonderes. Dabei fahren sie auch nur billigst Metallschrott aus den USA, auch wenn es mega Spaß macht und ich das auch liebe. Aber leider ist es so. Aber ja, wir zahlen halt alle den Metall, das Geld für den Metallschrott, weil eben der Metallschrott geil ist. Und jetzt weiß ich auch, warum die Leute BMW GS fahren und das geil finden. Ja, ich weiß nicht, wo führt das hier noch hin auf meinem Kanal? Wo führt das noch mit mir hin? Also auf jeden Fall sage ich nicht mehr, niemals, nie zu irgendwas. Außer, ja, ich werde niemals eine Warnweste tragen, das glaubt man. Ich glaube, ich bin auch nicht der typische GS-Fahrer. Und ich glaube, davon gibt es viele da draußen. Sehr, sehr viele. Wahrscheinlich sogar viel mehr als diese, die so verpönt sind. Aber die sind so still und heimlich in ihrem Kämmerchen und jucken sich die Fußsohle. Ich weiß auch nicht. Leute, wo sind die coolen GS-Fahrer? Haut mal raus. Wie gesagt, nimmt das hier alles mit Humor, was ich hier raushau. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, haut rein, Leute. Ihr kleine Strolche.